heute weiter geht's mit Drive Club. Und heute steht der Mountain Dash an. Cool. Also, reiche Position in der Top 3. Was? Schlage das Geschwindigkeitsduell von 137 km/h. Okay. Und erreiche eure Rundenzeit von 53 oder weniger. Also 53 Sekunden. Na dann, auf geht's. Was haben wir denn als Auswahl? Wir haben einen Minijon Cooper Box GP. Oder den gerade eben gewonnenen Beetle, den wir nach dem ersten Run gewonnen haben. Ich muss mal gerade gucken. Ich denke mal, vom PS her, von der PS-Zahl her würde ich sagen, nehmen wir den Mini. Der hat nämlich nochmal 12 PS mehr, 3 PS, nee, 8 PS hat er mehr als der Beetle. Und hat auch eine höhere Beschleunigung und eine höhere Höchstgeschwindigkeit, also ich nehme ihn. So, was haben wir denn Schönes? Eine schöne, coole Lackierung. Ich guck mal gerade, aber ja, schönes Pink mit weißen Streifen. Ja, weil ja. Nein, warte mal. Ich guck gerade, ob man noch was Schönes ist. Ach, so wenig Lackierung haben wir. Nimm mal die hier. Komm. Die gefällt mir. Let's go. Also, Mountain Dash, das würde mich jetzt gerade mal so ein bisschen spontan von der Aufmachung erinnern. Need for Speed Carbon. Aber vielleicht überrascht uns das Spiel. Ich bin schon mal weitergekommen, zumindest als beim letzten Versuch, die Aufnahme zu starten. So, wir sind irgendwo ganz hinten mit dem Feld. Es sind 12 Autos, also 8 das mal. Ah, okay. 12 Kapitel Server. Naja, gut, ich glaube, das ist schon. Ich will wirklich in Entwicklung und dauern. Ich dir mal ein bisschen an. Dass ich mich mal ein bisschen. Ja! Drück mich weg, du Arsch! Geh weg! Ich hab sie schon. Der Audi hier, den habe ich. Der hat jetzt den Fehler gemacht, dass er ein bisschen noch rausgekommen ist, und das reicht für uns, um durchzukommen. Wie gesagt, auch hier wollen wir natürlich wieder gewinnen. Also hin, gehen wir so hin, reicht es und gibt uns schön einen Wind gerade da, die gute Dame. 2 von 3 Runden. Also es ist halt dann, ja, alles sich viel mit dem Mountain Dash zu tun. Es ist einfach nur ein Rennen über kubige Straßen. Anna Smith hat sich verabschiedet, wir haben jetzt geholt und jetzt hole ich mir den Führer hin. So, wir führen auf jeden Fall das Rennen an und das will ich natürlich auch so nach Hause bringen, das wäre wirklich klar. Ja, der klebt an so einer Backe, ne? Ja, eine. Der möchte gerne mitkommen. Jetzt ist es dunkel. Jetzt weiß ich nicht, wo der ist. Ja, der Golf, ne? Das ist der. Wir sind jetzt schon in der letzten Runde. Lange und damit haben wir das Rennen gewonnen. Sehr cool. Gegen den VW Golf. So, alle drei Dinge haben wir geholt. Wir haben die Kapazität der Top 3 geholt. Wir haben die Durchschnittsgeschwindigkeit haben wir gepackt. Und die Rundenzeit haben wir auch ohne Probleme geholt. Noch 2 Veranstaltungen, bis Stufe 2. Sagt er mir gerade, okay. Und wir haben eine Audi A1 gewonnen. A1 Quattro.
Sehr cool. Jetzt haben wir direkt das zweite Ding hinterher, oder? Haben wir nochmal so einen. Hier sind nämlich noch mehr, genau. Denn wenn wir gerade bei Kleinwagen sind, Cayouche Trials schreit gerade danach. Wir wollen hier. Aha, das ist ein Hot Hitch Cup. Den machen wir dann in der nächsten Folge. Definitiv. Aber jetzt machen wir erstmal diesen Cayouche Trials. Erreichungshilfe 3,5 oder weniger, Erreichungshilfe 3,14 oder weniger, oder 3,24 oder weniger. Also, wenn wir eine 3,5 schlagen, haben alle drei Aufgaben in einem Rutsch erledigt. Gut, dann geht's rein. Und da wir eben gerade was Schönes gewonnen haben, nehmen wir den heute, den Audi. Na dann, let's go. Zeitfahren, okay. Das ist nur Zeitfahren. Also, wir sind 3,5 stark, um das Ding nach Hause zu bringen. Ich bin jetzt gerade mit den Servern. Ach, das ist. Jetzt haben wir noch einen Ghost dabei, okay. Die Sterne zu zeigen. Aber wir sind immer schon vorne, alles gut. Ich will ja versuchen, dieses Auto wirklich zu benutzen. Ich hab ja so, ich hab ja übelst viel Spaß, dass ich das Rennspiel. Ich hatte schon länger vor, dieses Drive Club zu spielen. Und ich hab mir das mal gekauft, ja, das ist witzig. Aber das war kein Sonst oder so, war das. So. Die beste Zeit, die 3,5 war, ne? Weiter. Und er dachte, es war mich mal umsonst, ja. Und dann kannst du gelernt. Und da habe ich gedacht, ich spiele das jetzt, aber da kannst du nichts benutzen, das erste Rennen, glaube ich, hinaus. Und dann sagte das Spiel, nö, da geht es nicht weiter. Warum auch immer nicht. Fand ich ein bisschen schade. Und jetzt habe ich mir dann mit Grenzen gekauft, jetzt, weil ich jetzt den Preis in den Bus-Simulator habe. Naja, das ist jetzt doch nicht. Hat sie hier voll zu machen. Und, ja, jetzt haben wir es. Jetzt zocken wir es tatsächlich zusammen. Ich freue mich. Jetzt regt der eine Führung. Wenn der keinen großen Fehler macht, haben wir keine Chance zu holen. Das ist kein Fehler, das ist der Ghost, der wird keinen Fehler machen. Jetzt, warum auch immer, ist er nicht in die Stadt. Das wird sogar ein Problem werden, wenn man tatsächlich noch die 3,14 packt. Weil der quasi mehr oder weniger in Anführungszeichen ist dran, ne? Die KI will kein. Die kann kein Fehler machen. Gibt's auch. Oh, Alter! Jetzt hab ich mich doch übelst verhauen in der Kurve. Jetzt haben wir sogar die. Ich glaube, das ist halt vielleicht. Gerade so geschlagen. Ich bin ein bisschen voll ins Schleudern gekommen, gerade mit dem Auto. Also die 3,5 ist Makulatur, die dann noch nicht kriegen. Ist klar. Die ist mich jetzt abgelaufen. Aber kriegen wir noch die zweitbeste Zeit? Das könnte knapp werden. 3,12 war sie, glaube ich. Die 3,14 war sie. Das heißt, wir haben sie gerade so gekriegt. Also die 3,5 haben wir nicht gepackt. Aber die 3,13 haben wir. Habe ich gerade so ein bisschen. Schade. Also 3,14 hatte ich geschafft. Die 3,5 war dann relativ schnell durch. Fahrerstufe 4. Naja, alles gut. Ist ja nicht schlimm. Oh, was haben wir gekriegt? Hat hier ein BMW im 235. Okay. Gut. Und bei weit nach weiter
In der nächsten Folge gehe ich dann hier diesen Cup an, diesen Hot Hatch Cup. Und dann freue ich mich, wenn ihr wieder dabei sein wollt, hier bei Drive Club. Bis dahin. Ciao.